Also ein einfaches Aufgeben, weil ich keinen Bock mehr habe, gibt's nicht. Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Demon's Souls für die PlayStation 3 in der 25 Life Challenge. Wir haben, wenn ich das richtig gerechnet habe, noch 22 Leben offen. Arschloch. Oh. Nicht so witzig. So. Wir haben, wenn ich das richtig gerechnet habe, noch 21 Leben offen. 22. Und ich treffe sie nicht. So, das war ein blöder Part-Anfang. Und ich betone nochmal, wenn euch interessiert, dass hierzu ein vollständiges Let's Play startet, dann müsst ihr mir das bitte sagen. Spontan von mir aus würde ich das nicht tun, aber wenn da Nachfrage und oder Interesse besteht, dann bin ich dafür sehr offen. So, aber jetzt machen wir erstmal die 25 Life Challenge fertig und gucken, wie weit wir da kommen. Sollte ein Let's Play starten, würde das dann entsprechend direkt daran anknüpfen. Also ich würde den Anfang dann nicht nochmal aufnehmen. Aber dann halt ganz normal. Ich meine, hier spiele ich ja im Prinzip auch nur ganz normal, nur halt, dass ich nur so lange spiele, bis ich keine 25 Leben mehr habe. Also, bis ich 25 Leben verbraucht habe eben. Nur weil ich halt von mir selbst glaube, dass ich das Let's Play vollständig nicht schaffen würde. Aber wie gesagt, wenn Interesse besteht, würde ich es zumindest probieren. So viel kann ich euch versprechen. Och, nicht die schon wieder. Ihr brennt mir ganz schön den Arsch an. Das ist umgangssprachlich und heißt so viel wie, ihr geht mir ganz schön auf die Nerven. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Ich glaube, ich will das anzünden. Oh, das wirft was auf mich. Das ist ein Schleim. Schild. Ich hätte es nicht anzünden müssen. Ich dachte nur halt, wegen des Schildes komme ich da nicht durch mit meiner Waffe, aber... War eigentlich doch ganz gut, wie man am Ende gesehen hat. Unbekannte Heldenseele, meine Fresse. Das ist runtergefallen. Ach, du schon wieder. Aua! Nicht töten, okay? Wow. Ich hab den Schleim runtergeworfen, ja! Ach ja, Vorsicht vor Bogen des Feindes, oh Gott. Ach so, du. Schwing, 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 schwing. Komm, einer noch. Droppst du was? Nope. Hier liegt aber was rum. Halbmondgras. Okay. Und das hier? Oh, bin ich hier jetzt auf der anderen Seite des, ich sag mal, Haupteingangs? Falls ja, gehe ich jetzt definitiv zurück zum Nexus. Oh ja, bin ich wirklich. Da ist eine große Nebelwand und hier ist ein riesiger Speer. Das sieht nach einem harten Bossfight aus. Das heißt, liebe Leute, in diesem Part werde ich vermutlich mehr als nur ein Leben verlieren. Statistik sagt, im ersten Part haben wir kein Leben verloren, im zweiten Part haben wir ein Leben verloren, im dritten Part haben wir zwei Leben verloren. Aber schaut es euch trotzdem nochmal an, das war ganz witzig. Vielleicht, möglicherweise, eventuell, ich weiß es nicht. Ich bin sehr angespannt in diesem Let's Play, weil ich so ein bisschen so einen Druck habe. Dadurch, dass ich eben nur eine bestimmte Anzahl von Leben habe und deswegen esse ich jetzt kurz zwei Chips. Oh, Mephisto. Mephisto, Leute. Eins und noch zwei. Aber gibt es hier auch irgendeine Möglichkeit, die Seelen irgendwie so zu verwenden, dass ich mein Leben aufstufen kann? You came? Also ich meine, so wie eben in Dark Souls 1 und 2, dass ich damit sozusagen meine Statuswerte... Was ist denn hier los? Okay. WTF. Komischer Raum. Ja, da kann ich ja halt... Also da konnte ich halt in den Teilen meine Statuswerte erhöhen, indem ich Seelen reingesteckt habe. Aber ich sehe momentan irgendwie keine Möglichkeit, wie das hier gehen soll. Wobei mich das halt schon ziemlich freuen würde. Wahre Liebe. Wo? Ach hier, hi! Oh my. How has this happened?
has God abandoned us for failing to show proper respect to King Alant? Oh, Mbasa. Was redest du? Oh. Wahrscheinlich ist Mbasa irgendwie ihr Freund, Mann. Was weiß ich. Es sind bestimmt noch mehr Leute. Irgendwo. Ich kann mal auf der Seite hier noch gucken. Weiter von offen Stelle rechnen. Ja, hä? Hä? Was? Hier nichts verstehen. Von das Spiel nichts verstehen. Okay, was ist hier? Nix. Ich dachte, da liegt was rum. Hä? Ja, aber hier scheint echt nichts weiter zu sein. Hm. Also ich wüsste wirklich nicht, wo ich diese Werte erhöhen kann. Anfänger sollten zuerst hier hingehen. Ach so, zu dem, ja. Schön. Und wo bringen Anfänger ihre Statuswerte hoch? Oder ihre Menschlichkeit wieder? Dafür muss es doch eine Möglichkeit geben. Ich kann doch nicht erst irgendwie das machen, sobald ich den ersten Boss besiegt habe oder so. Also ich meine, sicher, das ist vielleicht wirklich so, aber es wäre komisch. Diese olle Tante, die hier am Anfang war und mich sozusagen wiederbelebt hat. Die muss hier doch irgendwo sein. Bösewicht. Alles klar. Ich gehe noch einmal bis ganz hoch. Das erscheint mir irgendwie suspekt. Und danach kümmern wir uns um den ersten Bossgegner. Beziehungsweise wir versuchen ihn. Vermutlich erfolglos. War hier ganz oben nicht auch nochmal so ein komplett leerer Raum? Irgendwas ist hier wirklich faul. Die muss doch irgendwo sein. Ein netter Kerl erwartet dich weiter vorne. Ja, der da oder was? Kann ich mich hier ranstellen und beten? Ne. Obwohl was Bestimmtes passiert, wenn man im Nexus stirbt. Ich muss gestehen, dass ich das nicht mehr so unbedingt gerne herausfinden wollen würde. Zumindest nicht so am eigenen Leib. Eine Idee hätte ich noch. Vielleicht irgendwie hier auf dieser Brücke? Nee, ne? Nö. So, sorry für die Unterbrechung. Die Regeln besagen, dass ich nicht cutten darf. Deswegen habe ich jetzt nicht gecuttet, sondern ihr musstet jetzt ganz kurz ein paar Sekunden warten. Hier ist ja auch noch so ein Siegelstein. Was ist das hier für einer? Ausgraberkönig. Und da ist dann auch noch so einer. Hier. Schattenmenschen. Ja, okay, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ich das hier machen muss. Also wo ich mich aufwerten kann oder ob es überhaupt geht. Muss ich hier irgendwie gegenschlagen? Ne. Keine Ahnung. Na, was soll's. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht bei irgendeinem... Au. Hier, also du kannst erstmal was haben. Was willst du denn haben? Was kann ich denn so bei dir lassen? Du könntest den Kettenbrecher mitnehmen. Das Bastardschwert. Er kann es auch erstmal mitnehmen, kann ich ja noch nicht tragen. Hier, diesen ganzen Shit. Rest assured, best of luck to you. Und dann kaufe ich mir hier bei dem vielleicht... Kannst du das hier... Wie kaputt ist denn das? Wo steht denn das? Ist das nicht dieses 161 da? Ich glaube schon. Brauche ich noch nicht.
Waffen aufwerten. Kann ich die aufwerten? Was brauche ich dafür? Hartsteinscherbe. Habe ich leider nicht. Sichelmondgras, frisches Gewürz. Aids Wetzstein. Oh. Das Kurzschwert sieht auch gar nicht so scheiße aus, aber. Pfeil, Bolzen, bla bla. Ich kaufe mir noch ein paar Gräser hier. 7. Dann habe ich 15 davon. Ja, ja. Und dann gehen wir jetzt wohl zum ersten Bosskampf. Ich habe zwar. Also ich fühle mich zwar null bereit. Aber ja, was soll's. Da werden wir jetzt wohl vermutlich ein paar Leben verlieren. Ich werde mir natürlich Mühe geben, ist logisch. Ich will ja meine 25 Leben nicht sofort aufbrauchen. Weil ganz ehrlich, ich wäre zwar an sich, das klingt jetzt vielleicht komisch, froh, wenn das Let's Play ziemlich kurz wird. Ganz einfach, weil ich dann direkt mit dem nächsten weitermachen kann. Das war's schon mit den Gründen. Aber ganz ehrlich, ich will mir hier Mühe geben. Also ich will jetzt nicht nur deswegen sagen, ja, ja, okay, gut, dann höre ich jetzt einfach auf, lass mich jetzt schon mit 20 mal töten. Nee, 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 nee. Ich will hier schon wirklich so gut versuchen, wie ich kann. Also ein einfaches Aufgeben, weil ich keinen Bock mehr habe, gibt's nicht. So. Dann nehmen wir das mal wieder zweihändig in die Hand. Ich glaube, den Boss kann ich wahrscheinlich sowieso nicht abwehren. Hier liegt seine komische Lanze. Das ist, vor allem so groß wie die ist, das bereitet mir schon wieder ganz große Sorgen. Okay. Dann noch schnell den Gegner hier erledigen. Ein Gras snacken. Und fertig. Ach du heilige Scheiße. Wer ist es? Phalanx. Phalanx ist eine. Oh Gott. Eine Formation. Eine römische Kampfformation, glaube ich. Ah, das sind scheinbar ganz viele von diesen Viechern. Ach nee, da drin ist er. Der ist nur von den Viechern gecovert. Wow, kann ich mich ernsthaft hier hinter verstecken? Das ist ja billig. Ich werde da jetzt mal eine Brandbombe reinwerfen. Ich glaube, das könnte mir ziemlich gut helfen. Ja, aber die muss ich dann auch wirklich schon reinwerfen. Oh Gott. Und nicht nur so halb daneben. Jetzt wirf. Gleich noch eine. Dann sind wir zumindest schon mal die kleinen Viecher los, oder? Oh, jetzt habe ich ein Terpentin benutzt, weil ich keine Brandbomben mehr habe, scheinbar. Oh, das Terpentin hat meine Waffe feurig gemacht. Cool, das wusste ich nicht. Also ich wusste gar nicht, dass ich sowas hab hier. Ne? Ist jetzt vielleicht ein bisschen lebensmüde, hier so reinzurennen. Vielleicht sollte ich das nochmal überdenken. Okay, aber der Boss scheint bisher sogar gar nicht mal so schlimm zu sein. Und da der auch nicht irgendwie neue zu produzieren scheint, oder produziert er neue? Ich weiß es nicht. Es kann schon sein, aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ah, der ist echt aufgebaut wie Phalanx, das ist cool. Finde ich wirklich ein coole Idee, cooles Feature einfach. Wer Phalanx nicht kennt, sollte sich da vielleicht mal informieren. Es ist, wie gesagt, eine, ich glaube, altrömische Kampfformation. Ziemlich cool ist. Oh yeah. Jetzt mit dem frischen Terpentin geht's hier nochmal rein zum Phalanx. Und jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. Phalanx tot. Ich wurde wiederbelebt, weil ich einen Dämon gekillt habe. Cool. Trophäe des Phalanx. Cool.
Und ist das hier seine Seele? Nee, das ist ein Stein. Bleierne Dämonenseele. Mensch, Mensch. Cool. Ich gehe nochmal ein Stückchen weiter, bevor ich mich auf den Weg zurück mache. Einfach, weil ich mein Tarpentin irgendwie nicht verschwendet haben will. Ja, es sind ein paar von den Viechern, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich musste mich kurz am Ohr jucken, vielleicht hat man das gehört. Wenn mein Tarpentin ist jetzt aufgebraucht, dann gehe ich jetzt auch mal zurück zum Nexus. Den noch schnell fertig machen und dann geht's zurück. So. Oh, der hat sogar was fallen gelassen. Hartstein. Oh, eine Hartsteinscherbe. Wenn ich davon drei habe, kann ich meine Waffe aufwerten. Mensch, Mensch. Leck, 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 leck. FPS-Einbruch. Warum, warum, warum? Zurück zum Nexus. Vielleicht geht's dann wieder. Ich hätte gedacht, dass der Boss der Drache sein wird, aber dann hätte das mit der Lanze absolut keinen Sinn ergeben. Aber was soll's. Zurück zum Nexus, ja. Cool. Jurt, der stumme Häuptling. Ja, ich wette, das werden irgendwelche Bosse hier, weil das bestimmt diese Typen sind, die hier halt so waren. So reingegangen sind, gestorben sind und dann wahrscheinlich von Dämonen. Besitz ergriffen haben, sondern Dämonen von ihnen Besitz ergriffen haben. Ja. Ich kann heute wirklich überhaupt nicht reden. Merkt ihr das? Ich glaube, das merkt man, oder? Sequenz. Oh, kann ich jetzt meine Statuswerte aufwerten? Das wäre cool. Welcome back. The monumental awaits the above. The monumental will explain the nexus to thee. Oh. Ist die Olle auch hier? Nee. Das bist du nicht, oder? Nee. Na, dann gehen wir jetzt wohl mal ganz hoch. Ach, hier bist du. Kann ich bei dir die Statuswerte aufheben? Natürlich nicht. Hm. Ja, das ist die falsche Treppe, oder? Ja. Das wird ja schon mal gut an. Lass mal die falsche Treppe laufen, ja. Ist wahrscheinlich auch erstmal der letzte Part von meiner heutigen Aufnahmesession. Ich wundere jetzt gerade, ich habe den ersten Boss geschafft, ohne zu sterben. Liegt das jetzt daran, dass ich ein bisschen Erfahrung habe, dadurch, dass ich Dark Souls 2 durchgespielt habe? Oder keine Ahnung. Weil Demon's Souls wurde mir beschrieben als schwerster Teil der Reihe. Schwerer als Bloodborne, schwerer als Dark Souls 2, schwerer als Dark Souls 1. Und eben der schwerste Teil der Reihe. Bisher ist es ziemlich auf einem Niveau mit Dark Souls 2, muss ich sagen. Der Anfang da war nicht weniger herausfordernd oder nicht herausfordernd. Da, wie auch immer, als hier. Hallo. Ist noch nicht hoch genug? Okay. Was ist denn hier? Da ist es. Was? Hey, was ist denn hier? Hä? Ephemer Augenstein. Aha, ein Augenstein von Ephemern. Was? Alles klar. Na gut, aber ich will natürlich noch nicht zu heftig über das Spiel sprechen, so. Ach, ist doch einfach. Weil ich halt noch ganz am Anfang bin und das war halt gerade wirklich der allererste Bossgegner. Wir wissen auch von Dark Souls 2, dass das, ja, dass der leichte Anfang trüben kann. Das Spiel wurde an einigen Stellen noch ziemlich heftig. Tor zum Pantheon berühren. Das sind alles so eine römischen Begriffe hier, warum? Oder war das griechisch? Nee, das war doch alles römisch, ne? Erster Rang gesammelte Seelen. Was? Einiger der Welt. Geraubte Seelen gesammelt.
Sind das hier Spieler oder was? Die sind einfach irgendwelche Spieler. Warum sind hier irgendwelche Spieler? Vor allem hier ist doch nicht genug Platz für alle Spieler, das ist ja unmöglich. Vielleicht für die allerersten Spieler? Oder für alle, denen ich begegnet bin? Oder alle, die das Spiel entwickelt haben? Oder was weiß ich? Da oben erscheint die immer. Irgendeine Bedeutung muss das hier haben. Ich weiß es aber nicht genau. Das wird er mir bestimmt gleich erklären. Aber erstmal gucke ich noch, ob hier vielleicht am Ende gesammelte Trophäen. Ach so, das sind wahrscheinlich die ersten einfach. Also die besten der Welt. Das muss natürlich richtig geil sein, wenn man hier irgendwie Platz 1 ist oder so. Hier, der hier hat am meisten Seelen gesammelt. Ja, wahrscheinlich hat er sich die ercheatet, obwohl es so wie der aussieht. Weiß ich nicht. Ah, hier liegt ein Item. Aber was muss ich hier jetzt tun? Noch ein Ephemer-Augenstein. Ephemer, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Sorry für die Geräusche, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre mein Mikrofon nicht richtig angeschlossen. Ja gut, aber die haben hier irgendwie alle so viel. Boah, hier kann man schon mächtige Ausrüstung haben, wie man sieht. Und ich bin hier mit meiner kleinen Hellebarde, hä? Ja, aber was muss ich denn hier jetzt tun? Hier oben ist die Bestenliste. Gut, das habe ich jetzt gecheckt, aber hä? Bin nicht zu hoch gelaufen, ja? Ja, aber hä? Ich verstehe nicht. Soll ich denn hier hin, oder wie? Mir wurde doch gesagt, ich soll hier hoch, aber wohin denn? Als wäre das hier so ein Labyrinth. Ist es doch nicht. Hallo? Nee. Also in der Kamera wurde mir gezeigt, ich soll hier hoch. Und dann da hoch. Nachricht lesen, ein netter Kerl erwartet dich weiter vorne. Habe ich noch nicht gesehen. Dann sollte ich hier hoch. Oh, hier gibt es keine großen Wege. Dann sollte ich vermutlich hier hin. Aber hier ist ja nichts. Soll ich jetzt doch nochmal dahin, wo ich dieses Item gefunden habe? Ach, das ist ja irgendwie komisch, weil das so versteckt ist und... Ne, von hier aus muss ich ganz bestimmt nichts machen. Ey Leute, bitte, ich... es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier an solch simplen Story-Wegen scheitere oder was. Ist hier vielleicht auch nach oben? Nein. Hier ist so eine Kerze. Ah, hier sitzt ja jemand. We have long awaited you, Slayer of Demons. I am one of the Monumentals. We preserve the fabric of reality. There is something thou needest to know. Once, we too, a scourge of demons faced. In the distant past, under a benevolent rule, the world was united, owing to the soul arts. Until a lust for power caused the awakening of the Old One. Across the land seeped a colorless deep fog, and the world faced extinction at the hands of the demons. Thanks be, we were able to lull the Old One back to his slumber. Yet only after the loss of innumerable souls and half the world lost, erased by the fog. In order to mend the fabric
of what land still remained. We entrusted 6 elders with 6 precious archstones. 1 to the king of a small yet diligent land. 1 to the king of the burrowers underground. 1 to the wise queen of the great ivory tower. 1 to the chieftain of lost and ill-fortuned souls. 1 to the shaman of the tempest-worshipping shadow men. And the last to the great giants of the northern lands. The archstones were placed at nodes across the earth. We contained the Old One inside this nexus and banned the soul arts. Finally, we became monumentals, half-living sentinels of the fabric of reality. Alas, the other monumentals have perished, and only I remain. No. 4 versiegelte Ke- Oh, ich kann jetzt in alle. Now it is your turn. You must lull the Old One back to its slumber and seal it away for all eternity. If not, the deep fog will absorb all that we know. Have you the strength to accept this mission? Oh ja, klar. Na sicher. Yes, we are fortunate indeed to have you. Now, go forth and destroy every last demon. The Old One, without demons to feed its souls, will a new servant seek and lure you to its bosom. Hm. Na dann. We neutralize, however, the monument. Dann haben wir damit jetzt schon mal unsere Story sozusagen. Das wäre durchaus krass. Ich weiß jetzt immer noch nicht, ob oder wo ich meine Statuswerte aufleveln kann. Weil das ja scheinbar jetzt nicht bei dem ging, hätte ich jetzt noch gedacht vielleicht. Vielleicht kann ich das jetzt bei der Dame unten machen. Und keine Sorge, ich weiß, der Part ist sehr lang. Er wird aber gleich vorbei sein. Ihr seht das ja bestimmt schon. Oh. Knapp. Kommt schon, kann ich jetzt wenigstens noch irgendwo das machen. Bei der Dame zum Beispiel. Komm schon, das muss doch bei dir gehen. Oh, ich habe was bekommen. Augensteine vermögen eine temporäre Verbindung zwischen den getrennten Welten herzustellen. Wenn du deine physische Form verlierst, erinnere dich an den Augenstein. Gut. Die schwarze Jungfrau waltet über nichtmenschliche Seelen. Diese Macht erlaubt dir, jenen zu helfen, die Dämonen töten. Was? Okay. Ach, du bist es. What is it? Dost thou see? Ja, ich suche Seelenkraft. Ja, ja. So be it. After all, go forth. Touch the demon inside me. Let these ownerless souls become thine own. Soul. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal Stärke erhöhen. Ich glaube, 15 brauchte das. Ich werde es um 2 erhöhen. Also. Ja, um 2 erhöhen. Meine Vitalität um 1 erhöhen und meine Kondition um 1 erhöhen. Sehr gut. Danke, schwarze Jungfrau. I'm done, yes. Thank you. Bla bla bla. Wie sieht's aus? Gib mal bitte her. Gib mal bitte mein Bastardschwert. Du Bastardschwert. Ich meine, ich finde die helle Barde bisher echt super, aber... Ich würde das Bastardschwert ganz gern mal ausprobieren wollen. Ich meine, es ist genauso stark. Mehr Widerstandskraft. Nicht stark genug. Wie viel braucht das denn? Stärke 18. Mist, da brauche ich noch 2. Ja, dann machen wir das natürlich nur nicht. Nein. So. So, liebe Leute, ich würde an der Stelle erstmal sagen, das war's für den Part, den heutigen Part und auch für meine heutige Aufnahmesession.
Wir sehen uns dann hier. Ich mache noch eine ganz kleine Sache. Tut mir leid. Das muss ich noch schnell machen. Hierhin. Körper wird aus Seelengestalt wiederbelebt. Oh. SZ, um Krieger in einer anderen Welt zu helfen. Kehre als Phantom in deine Welt zurück. Seelenverlust und Rückkehr. Rufmesser. Oh, das kann ich ja noch machen. Ja. Ich kann noch die Seelen benutzen. Und dann nochmal ein paar Level aufsteigen. Dann kriege ich vielleicht doch noch das Bastard-Schwert ausgerüstet. Und noch unbekannte Hellenseele. Sehr gut, das sind nochmal zwei Level. Ja, ich suche Seelenkraft. Und zwar zwei für die Stärke. Danke. Und dann gucken wir uns das Schwert jetzt endlich noch schnell an. Bastard Sword. Oh, das ist so ein großes, das wusste ich nicht. Ja, was war denn das jetzt? Oh, ich bin langsam. Ich versuche mich zu rollen. Es sieht super stark aus und so, aber es nimmt übelst viel Gewicht in Anspruch. Das kann ich mir nicht leisten. Das muss ich also demnächst noch aufleveln. Liebe Leute, das war's für den heutigen Part. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.